Willkommen, Freunde. Katzen sind die beliebtesten Haustiere auf diesem Planeten. Wir mögen sie. Wir schauen sie uns im Internet an, erzählen Geschichten über sie und halten sie bei uns zu Hause. Aber es gibt viele streunende Katzen auf der Welt. Im heutigen Video werde ich euch die Geschichte einer Katze mit aufgeblähtem Bauch erzählen, die eine Frau zufällig auf der Straße fand und bei der man beschloss, herauszufinden, was sie in ihrem Bauch hat. Die Frau hatte Angst, das Tier nur zu berühren. Es bestand der Eindruck, dass sie wie ein Ballon platzen könnte. Diese unglaubliche Geschichte scheint beängstigend, hat aber ein gutes Ende. Die herrenlose Katze lebte auf der Straße und spürte ganz offensichtlich Unbehagen und Schmerzen. Sie konnte nicht laufen, nur sitzen oder liegen. Der Bauch war so groß, dass sie ihn nicht mit sich herumtragen konnte. Im Blick der Katze war Verzweiflung abzulesen. Die Frau dachte zunächst, die Katze sei trächtig und könne nicht gebären. Aber sie hatte Angst, den Bauch zu berühren. Er war zu aufgebläht. Deshalb beschloss die Frau sofort, die Katze in eine Tierklinik zu bringen und in einen Transportkorb zu legen. Der Arzt untersuchte das Tier, tastete den Bauch ab. Etwas beim Abtasten herauszufinden war schwierig und er machte eine Röntgenaufnahme der Katze. Das, was auf dem Bild zu sehen war, überraschte ihn nicht. Leider waren da keine Katzenjungen. Dafür war alles mit einer enormen Menge an Flüssigkeit gefüllt. Wie lange die Katze in diesem bedauerlichen Zustand war, ist nicht bekannt, aber es musste schnell gehandelt werden. Das Leben der Katze hing am seidenen Faden. Stellt euch vor, aus dem Bauch des erschöpften Tieres wurden mehr als 2 Liter Flüssigkeit abgepumpt. Die Katze widersetzte sich nicht einmal, als verschiedene Eingriffe bei ihr vorgenommen wurden. Anscheinend war sie den Menschen dankbar und fühlte, dass sie gerettet wurde. Zum Glück endete alles gut. Durch Spenden von guten Menschen wurde die Katze behandelt und geheilt. Jetzt bereitet sie sich auf den Umzug in eine neue Familie vor. Wie gut, dass diese Frau nicht vorüberging und der Katze das Leben rettete. Diese Geschichte beweist einmal mehr, dass es auf der Welt auch gute Menschen gibt. Das war's für heute. Gebt dem Video ein Like und abonniert unseren Kanal. Und bis bald!